Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und heute ist Julian Stohwasser mein Gast. Hallo. Hallo. ganz schüchtern wirkt, kommt er rüber. Mal gucken, wie sich das gleich ergibt. Ja. Ja, Julian Stohwasser ist nämlich seit Anfang 2020 Küchenchef im Lakeside im The Fontenay, also hier in Hamburg. Und er kam hierhin, da ging es mit Corona gerade los. Der erste Lockdown kam und das erste Mal konnte man seine Küche dann eigentlich erst im Sommer und im Herbst 2020 erleben. Und mich hat es total überzeugt von Anfang an im Grunde. Und ich denke mal auch, die Restaurantführer waren auch ganz angetan. Also überall sind die Bewertungen praktisch so auf um und bei das, was ein Stern entspricht. Und wie ich finde, ist dann mit der Zeit die Küche immer spannender und fokussierter geworden und hat immer mehr eigene Konturen und Handschriften gezeigt. Und mein Eindruck, Herr Stohwasser, ist, dass bei Ihnen die kräftigen Aromen meistens besonders gut rüberkommen auf dem Teller. Würden Sie sich da gut wiedergegeben fühlen, so in Ihrer Handschrift, in Ihrer Ausdrucksweise auf dem Teller? Ja, schon, ja. Ja, doch, denke ich schon, ja. Weil? Woran liegt das für Sie? Weil so das Rustikale schon immer mein Ding war und Rustikal verbinde ich eigentlich schon ein bisschen mit deftig. Und Sie so steigen? Ich komme aus Bayern und das ist ja eigentlich auch deftig alles. Und Sie steigen auch schon relativ kräftig ins Menü ein, selbst bei den ersten Snacks, bei dem Amüs. Als ich jetzt hier war, war es so eine Art Bouillabaisse-artige Geschichte, also schon wirklich mit Power-Aromen. Ist das nicht ein Problem, weil man sich ja normalerweise steigert, was die Intensität angeht im Menü? Nee, ist kein Problem. Also bis jetzt war das noch kein Problem. Doch, es gibt schon Gäste, für die es ein bisschen zu heavy, sage ich jetzt mal, ist. Aber eigentlich soll schon von Anfang bis Ende das powerful das Menü so durchgezogen sein. Wir sprechen vielleicht mal über ein, zwei Gerichte aus dem Menü, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr, was ich meine. Und da zeigt sich dann vielleicht ein bisschen mehr, wie Sie so denken. Als erstes habe ich mir so ein bisschen genauer angeguckt den geräucherten Aal mit rote Beete und Sauerklee. Womit hat die Entwicklung dieses Gerichts angefangen? Was war die erste Idee? Wie ist es dann zu dem gekommen, was auf dem Teller war? Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Das war eigentlich ursprünglich meine Jakobsmuschel. Und ganz anders. Also letztendlich überlege ich die Gerichte immer mit meinem Sous-Chef zusammen. Und wir hocken hier meistens sogar in diesem Raum hier drin. Da hatten wir so ein bisschen Abstand mal von der Küche und schreiben so grob die Ideen auf, wie irgendwie was gut ins Menü passt, was natürlich die Saison gerade hergibt. Hier sind auch schon einige Ideen wieder gescheitert und verworfen worden. Und ja, letztendlich haben wir hier in dem Raum angefangen mit dann nach der Jakobsmuschel, die eigentlich da reinkommen sollte. Das Gericht war so ähnlich, oder? Nee, das war ganz anders. Aha. Aber das war trotzdem, anstatt der Jakobsmuschel ist dann das rausgekommen. Ach so, die Jakobsmuschel hat es nie auf die Karte geschafft? Die hat es nie auf die Karte geschafft. Okay. Die hat es noch nicht mal auf einem Probeteller geschafft. Okay. Aber so ist es hier entstanden. Und dann saßen wir hier mehrere Abende mal und haben darüber nachgedacht. Weil Sie am Ende gemerkt haben, es braucht mehr Fett und deswegen ist es dann zum Aal gekommen, oder wie? Auch, ja, genau. Man muss ja noch sagen, es ist noch Blutwurst auch noch dabei. Genau. Wie ist die genau verarbeitet? Die Blutwurst? Mhm. Die ist in einer, also wir haben die Geflügelfarce gemacht, einfach um der Bindung halber, und haben letztendlich die Blutwurst angeröstet oder angebraten und damit ganz wenig Geflügelfarce gemixt, das Ganze abgeschmeckt, natürlich, also versucht auf den Punkt zu würzen und dann ein kleines Stückchen in der Pfanne wegen rohem Geflügel gebraten und probiert, so probiert man ja Farcen, also ich probiere jetzt nicht rohe Geflügelfarce pur. Und dann zwischen zwei Brotscheiben aufgestrichen. Das machen wir am Nachmittag, stellen es dann wieder kühl, schneiden es aus und braten es dann quasi im letzten Moment mit ein bisschen Butterschmalz in der Pfanne oder auf einer Grillplatte. Dadurch hat man gar nicht so den Eindruck von Blutwurst, finde ich, wenn ich das in Erinnerung habe, sondern man hat so einen Geschmack, der verbindet sich so mit dem Brot eigentlich zu einem bestimmten Aroma. Ich weiß nicht, kann es gar nicht richtig beschreiben. Ja, also halt dieser Geschmack der gebratenen Blutwurst, genau. Mit, sage ich jetzt mal, ein bisschen wie Croutons. Ja.
Und das geht dann ganz gut ran an das Erdige von der Rote Bete. Die ist ja, man kann die ja auch deutlich in Richtung Süßliche machen oder ein bisschen hellere Töne, ein bisschen, sagen wir mal, diese Art, aber es sind doch eher die dunklen, erdigen Töne absolut, ja. von der Roten Bete, die in dem Gericht vorkommen. Ja. Wie kommt die vor auf dem Teller? Die, ja, einmal als Soße, mhm. Also eine Rote Bete-Soße gekocht mit Rote Bete, mit Rote Bete-Saft, mit Wurzelgemüse, weich gekocht, gemixt, ein Teil der Rote Bete als Bindung wieder genommen, dass es ein bisschen dicker ist. Dann einmal als Balken, so süßsäuerlich eingelegt, mit ein bisschen Knacknoch unter dem ersten Blutwurstchip. Und obendrauf, also eine Chioccia-Bete, also so eine Ringelbete, gefüllt mit Rote Bete, Tatar, Rote Bete einfach halt so fein geschnitten. Und genau. Sie sagten gerade schon, der Sud oder die Brühe oder wie auch immer, da ist ja noch eine zweite dabei, eine klare. Genau, das war aus dem Aal dann, aus den Abschnitten und den Gräten von dem Aal eine Soße gekocht oder eine klare Soße, also einen Fond gekocht und den dann geklärt und ein bisschen abgebundener. Das wird dann draußen angegossen im Restaurant. Und das verbindet sich dann ja zu einem, wie ich finde, intensiven, erdigen Grundton. Rauchig, erdig, weil von dem der Aal ist ja geräuchert, ne, davon genau. Kommt das. Und dann kommt halt der Aal mit seiner Fettigkeit dazu. Richtig. Und gibt dem Gericht Länge und Tiefe. Ja, ist das so, wenn Sie das so verstanden haben, dann... So habe ich das verstanden. Dann ist es genauso rübergekommen, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Ja? Eigentlich dann richtig. Und dann steht der Sauerklee, bisschen als Spitze. Ja. Dagegen, ne? Das ist wahrscheinlich die Idee, dass er ein bisschen Frische geben soll. Einfach, genau, noch ein bisschen spitzere Frische ist das ja eigentlich, oder spitzere Säure, ein bisschen frischer machen, ein bisschen, ja, das ganze Erdige auffrischen einfach und das Fettige, so der Gegenpart dazu. Ich hätte jetzt gewettet, dass so Borsch die Idee gewesen wäre eigentlich von dem Gericht. Weil so ein bisschen ja das auch bedient, ja, in den Gedanken. Ja, es ist so ähnlich, ja. Aber das war gar nicht die Herangehensweise. Interessant, aber es... Ja. Aber diese Jakobsmuschel hat eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Ja. Also das war, hätte ich jetzt auch nicht erwähnen müssen. Es war halt nur so ging das wirklich. Ja. Das war sehr interessant. Für ein neues Gericht die allererste Idee, die wir dann schon in der Theorie schon wieder vom Tisch geworfen haben. Und wie viele Zwischenstufen hat das dann genommen, bis es jetzt so ist, wie es auf dem Teller ist? Was war noch jetzt zwischen der Jakobsmuschel und der fertigen Idee? Da war nicht mehr viel eigentlich. Das ging dann relativ schnell, war dann vielleicht eine Woche. Ich kann es nicht genau sagen, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, wie lange wir da daran rumgetüftelt haben. Aber also von der Idee, das ist der Aal mit Rote Bete und auch dem Aalsud und dem Blutwurstchip wird, bis es dann wirklich auf dem Teller war, hat es ungefähr eine gute Woche gedauert. Und bis wir es dann ins Menü eingefügt haben, vielleicht nochmal eine Woche so. Und man muss dazu sagen, man hat ja schon gesagt, das ist relativ kräftig durch die Rote Bete und durch den Fett des Aals. Und das ist der zweite Gang im Menü. Ne? Das zeigt ja halt schon dieses relativ intensive Level, das sie von Anfang an nehmen. Ja. Es ist ja auch noch wirklich hochfiligran aufgebaut. Man hat ja unten die beiden Soßen sozusagen, dann ein Chip von dem mit der Blutwurst. Dann die Rolle vom Aal, dann nochmal oben drauf, dann nochmal oben drauf Brot und so, das sind wahrscheinlich die Beete, die kleinen. Genau, es waren noch ein bisschen weiße und gelbe, genau. Beete. Also in so runden Scheiben nacheinander drapiert. Also es ist auch optisch sehr, sehr schön. Danke. Welche Rolle spielt das für Sie? Wie lange haben Sie an die Optik, oder was, wie war die Überlegung bei der Optik? Ja, also klar, Optik, ja, ist wichtig, aber. Also ich überlege nicht bei einem neuen Gericht jetzt, wie das ausschauen soll, sondern erstmal Geschmack. Kontraste, Temperaturkontraste, also Kontraste, Süß, Geschmackskontraste, Temperaturkontraste, das ist erstmal das Wichtige. Und dann schauen wir einfach, wie wir es anrichten. Und das war, ich habe zu meinem Sous-Chef, zu Robin, gesagt, ja, jetzt das riecht man anders an. Und er hat einfach angefangen und 5 Minuten später war das Ding fertig. Wirklich? Ja. Also ich wollte das ganz anders anrichten, aber er hat einfach mal gemacht und habe gesagt, okay, so lassen wir es jetzt. Ja. Weil es so schön ja, ist. Genau, weil es so gut gepasst hat, ja. Ja. Und das ist eigentlich ganz, ja, so läuft es oft. Und also diese ganzen Sachen sind gar nicht so richtig planbar. Das ist, wir probieren da rum und meistens ist dann doch der Zufall irgendwie der, wo wir dann sagen, hey, okay, das ist es jetzt, da brauchen wir gar nicht mehr weitermachen, so lassen wir es. Dann komme ich zur Wachtel,
das ist bis aktuell, würde ich sagen, bei Ihnen aus den Menüs, die ich bislang gegessen habe, zieht es sich ja durch, dass Sie immer wieder was mit Wachtel machen und verschiedenen Gewürzkombinationen. Ja. Kann man sagen, das ist eines Ihrer Lieblingsprodukte oder hat sich das jetzt einfach nur so ergeben aus anderen Gründen? Ja, ich würde sagen, es hat sich eher so ergeben. Weil? Also die Wachtel kam schon, wir hatten ja die eigentlich schon ähnlich letztes Jahr schon mal. Da haben Sie die ja auch schon mal gegessen. Genau. Und da kam die sehr, sehr gut an. Die ist auch irgendwie ein tolles Produkt, ist auch hat eine tolle Größe. Also wir haben das Gericht auch schon mal mit einem Hühnchen ausprobiert und da hat uns die Wachtel einfach besser gefallen. Saftiger, genau für eine Portion einfach die Brust. Ja. Und ist einfach, also wir haben nur positives Feedback und haben die dann so ähnlich jetzt eigentlich wieder draufgenommen. Was ich faszinierend finde, ist die Textur, die das Fleisch entwickelt mit der Umhüllung, mit der Panade, möchte ich mal sagen. Es ist ja nämlich so ein bisschen wie so an so ein richtig schön souffliertes Wiener Schnitzel, weil man im Grunde das Trockene hat und das saftige Fleisch und dieses bisschen, ja, ein bisschen Volumen, das einfach im Mund nimmt. Wie ist das eine Frage des Garpunkts bei der Wachtel oder wie kommt das zustande? Also wir konfieren die Wachtel bei um die 80, 85 Grad in so einem aromatisierten Olivenöl-Ölgemisch mit Kardamom, mit den ganzen orientalischen Gewürzen drin. Und darum ist sie so relativ, relativ saftig und so wie es ist von der Biss her. Aber die muss relativ, sagen wir mal, eher am unteren Ende der wie man es normalerweise garen würde, darf nicht zu weit sein. Aber es ist nicht, also wenn ich die jetzt im Ofen garen würde, dann hätte ich schon eher ein Problem damit, dass die schnell trocken wird. Hm. Und ich gare die in dem Öl, in dem aromatisierten, und dann tue ich sie kurz, bevor sie quasi serviert wird oder angerichtet wird, wird die nochmal kurz in den Ofen reingeschoben und dann kommen die ganzen Sachen drauf. Und dann, wenn sie in den Ofen reinschieben, dann ist dann sozusagen die Panade mit drum, oder? Naja, dann hole ich sie aus dem Ofen raus, nochmal Salamander richtig drauf, richtig die Hitze drauf geben. Dann haben wir noch so aus den restlichen, also aus den Karkassen kochen wir so einen Lack. Ja. Der wird dann drauf gepinselt, dann kommt ein bisschen Salzzitrone, Limettenabrieb und eben diese Pistazien-Crumble drauf. Dann wird es auch nochmal kurz in den Ofen reingeschoben und dann ist eigentlich fertig zum... Aber da haben wir, die war von Anfang an nicht so. Also das mit dem Konfieren machen wir erst seit neuestem und auch das in den Ofen reinschieben. Die war, also wir haben das Gericht auch noch optimiert eigentlich. Ja, interessant. Ja. Weil die Textur habe ich jetzt keine Veränderung. Also ich habe natürlich Veränderungen festgestellt gegenüber der ersten Mal, wo ich die Wachtel gegessen habe. Hier, was die Gewürzkombination angeht, klar, weil es ja eine andere Gewürzkombination ist, die auch im Gericht ist. Aber was die Textur angeht vom Fleisch und von der Wirkung des Fleisches, ist mir das jetzt eigentlich so nicht aufgefallen. Ist es dann die höhere Gelinggarantie, die sozusagen die ich weiß nicht, wann Sie das erste Mal die Wachtel gegessen haben. Ja, die war mit Granatapfel und... Ja, das war die erste Version, genau. Und die nächste jetzt mit Kapern. Genau. Ja, es ist, kann auch sein, dass Sie schon die entwickeltere Version, also die entwickeltere Version von der Technik, nicht jetzt die neue, die haben Sie ja die erste Version zweimal gegessen, meine ich. Genau, und meine Zulieferer von der Technik her, genau. Genau, aber die Technik kann ja sein, dass damals schon die Technik soweit war. Okay. Ganz am Anfang haben wir sie im Ofen nur geschoben, dann war die außen relativ trocken, innen noch zu roh. Wir haben das dann mit diesem Gewürzöl optimiert. Mhm. Und die Wachtel eignet sich ja eigentlich wirklich für viele verschiedene Gewürzkombinationen. Jetzt ist es alles, was Richtung orientalisch geht, ist natürlich wunderbar mit einer Wachtel, auch indische Sachen. Jetzt ist es ja so ein bisschen so dazwischen, würde ich sagen. Ja. Die Pistazie ist ein bisschen eher orientalisch und Tandoori natürlich eher indisch. Indisch, ja. Ja. Ist es so eine Art, wie Sie gerne arbeiten, aus einem anderen Gericht, was schon gibt, was Neues zu entwickeln, also es ein bisschen zu optimieren und dabei zu bleiben, oder ist das jetzt Zufall, weil die Wachtel so gut ankommt, dass sie da an neuen Versionen arbeiten? Die Wachtel kam wirklich immer super an, aber es ist auf jeden Fall so, die Entwicklung der Küche basiert schon darauf, dass wir hier in der Lakeside-Küche Gerichte entwickeln und meistens bei jedem Gericht irgendwie was Gutes, eine gute Technik, eine gute Methode oder so hängen bleibt, die wir anders wieder anwenden. Die Wachtel ist jetzt schon ein spezielles Beispiel. Die kam wirklich sehr, sehr gut an und einfach ein tolles Gericht, finde ich. Und darum haben wir die wieder draufgenommen, in ein bisschen andere Form.
Aber es ist jetzt nicht, weil die Technik so gut ist, haben wir das wieder gemacht. Aber so entstehen ja die sogenannten Signature Dishes letztendlich, ne? Ja, genau, würde ich auch sagen, ja. Das ist schon, also wir haben auch an Silvester so ein bisschen, so ein paar Gänge oder die Wachtel drauf gehabt, die schon gut ankamen. Und ich werde die Wachtel auch öfters nochmal draufnehmen. Also mit anderen Worten, man kann sich wahrscheinlich noch auf weitere Versionen und Optimierungen freuen. Ja, vielleicht, ja. Also weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht schon, ja. Also mich würde es freuen. Ja, mich auch. Jedenfalls. Ich muss auch sagen, die Wachtel ist jetzt auch nicht, eine Wachtel kostet auch einfach nicht so viel wie wir haben ja im Hauptgang gerade das Vecchio, was natürlich, da ist ja die Preisspanne, sind ein paar hundert Prozent. Und von dem her ist das mal ein bisschen teurer Stück Fleisch, ein bisschen günstigeres Stück Fleisch, ist natürlich die Wachtel, spielt da optimal rein. Das heißt nicht, dass die Wachtel eine schlechtere Qualität hat, die ist von einer sehr guten Qualität, aber es ist halt einfach so eine Aufzucht von der Wachtel ist günstiger als eine Aufzucht von dem Vecchio-Rind. Absolut. Sie sprechen gerade das Vecchio an. Es gibt ja im ersten Gang auch sehr hochwertigen Thunfisch aktuell. Das sind ja Produkte, wo man sich fragen kann, wie viel muss ich eigentlich machen und wie viel muss ich sein lassen, um es optimal zur Geltung zu bringen. Ja, weil es ja von sich aus schon eine tolle Produktwirkung hat, ne? Durch das Fett, durch die Textur, durch die Hochwertigkeit einfach. Und man will es dann ja auch zeigen. Wie kalibrieren Sie das? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage eigentlich. Also normalerweise, oder ich würde mal sagen, ein optimales High-End-Gericht kann ja eigentlich nur aus einem Produkt mit ein bisschen Salz bestehen, wie Sashimi in seiner höchsten Form. Aber natürlich ist ja auch irgendwie eine gewisse Veredelung, muss schon in der Küche stattfinden. Und das ist genau diese Gratwanderung zwischen ich bearbeite das Produkt so weit, dass hier Handwerk und wie gerade eben schon gesagt, Veredelung stattgefunden hat. Aber ich lasse das Produkt noch so weit in der Form, in der ich es bekomme, in der es auch perfekt oder zumindest relativ perfekt ist, um seine Wirkung einfach auf dem Teller spüren zu lassen. Dafür finde ich, und das ist eigentlich das, was mir auch gut gefällt, Sie machen schon relativ viel bei beiden an begleitenden Aromen. Ja. Es ist nicht nur das bisschen Salz oder ein bisschen vielleicht eine Soße dazu oder so, sondern es ist ja doch schon bei dem Thunfisch exotische und zitrische Aromen, Joghurt, also auch nochmal was Cremiges und bei dem Vecchio Lauch und so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so herbere Sachen, die im Grunde dann mit dem Fett spielen und dadurch hat man eben eine Begleitung, aber auch eine Produktwirkung, die man einfach auf der Zunge hat und wo man das Gericht wirklich oder diese Hauptzutat einfach wirklich auf der Zunge zergehen lassen kann. Das ist genau das Maß. Kommt das auch eher durchs Probieren? Weil das muss doch da auch viel auch in Proportionen gehen. Also wie viel man von etwas nimmt. Oder wie ja, definitiv kommt das durchs Probieren. Ja, wenn wir also wir richten einen Teller an, stellen fest, das ist von dem viel zu viel, das ist an sich gut, eine gute Sache. Und da geht es dann um halt so Stellschrauben noch am Schluss. Wir beziehen doch immer mit die Frau Hehn und den Herrn Buda mit ein, die immer aus einer ganz anderen Sicht, wir haben das Ding schon 10-mal probiert und die probieren es das erste Mal. Und dann kommen auf einmal Kritikpunkte, wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben. Und so, also... Was wären das so für Kritikpunkte? Ja, dass zum Beispiel, dass sich was nicht so optimal essen lässt, einfach als Gast. Also wenn ich das Ding mir schnell reinschling, das Ding reinschling, ja, wie man halt so in der Küche unterwegs ist und mich nicht hier vielleicht mal hier rausgesetzt habe, das haben wir auch schon gemacht, und mit dem Besteck, mit dem Silberbesteck hier, was wir das Wunderschöne, was wir hier im Restaurant haben, den Teller probiere, sondern hier an der Spüle stehe und den Teller schräg halt und die Soße natürlich ich perfekt mit dem Löffel essen kann, kann aber vielleicht jemand, der hier im Restaurant sitzt, nicht so essen. Und das sind natürlich alles Sachen, wo man mit Michelle oder Steffi drüber spricht und auch mit Robin, mit meinem Sous-Chef. Und so entsteht dann meistens was irgendwie, was oft gar nicht so schlecht ist. Ich will nochmal zurück, Vecchio Thunfisch, absolute Luxusprodukte, auch andere, die Sie schon verwendet haben. Das sind natürlich Möglichkeiten, denke ich mal, die das Haus bietet, sagen wir mal, ja, das Budget. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, na, damit ist ja einfach, das kann ja jeder, weil
das nun mal einfach überzeugt, die Gäste. Aber wie ist Ihr Verhältnis zu solchen Luxusprodukten? Muss das sein? Ist Ihnen das wichtig? Wie sehen Sie das? Ich sehe es jetzt nicht als Luxusprodukt an. Mhm. Also ich sehe es halt als perfektes Produkt an. Aber ich finde einen Sellerie, der genau so gewachsen ist, wie er, dass er Sellerie perfekt ist, oder ein guter Apfel oder eine gute Birne, das ist für mich genauso Luxus. Also wenn man das als Luxus sehen will. Es sind einfach. Ich sag mal, der Begriff Luxus ist vielleicht hochwertig, weil es halt entsprechend teuer ist letztendlich. Genau, ja. Das ist vielleicht der bessere Aber Begriff. Ich finde, also, es sind jetzt keine Protzprodukte, so. Ja, oder? Kommt drauf an. Also manche Leute sehen das vielleicht so, ich weiß es nicht. Sollen das deren Probleme sein, sag ich mal. Ja, schon, ja. Also natürlich, ja, ist mir schon bewusst, dass das Produkte sind, die nicht alltäglich sind. Und genauso behandeln wir auch diese Produkte hier. Und genauso was Besonderes ist, man geht ja auch nicht jeden Tag in ein Sterne-Restaurant essen. Also außer Sie vielleicht. Ja. Das stimmt auch nicht. Ja, oder jeden zweiten. Leider auch nicht. Aber das sieht häufiger aus, als es ist. Genau, es ist ja, also wir haben auch andere Sachen drauf, ja. Ne, die jetzt nicht aus Japan kommen. Und das Lakeside ist ja nicht das erste Restaurant, wo Sie einen Stern bekommen haben. Davor waren Sie in Frankfurt im Weinsinn auch schon. Mit einem Stern. Was ist der größte Unterschied? Das war ja ein Restaurant, was nicht in einem Hotel liegt, sondern für sich alleine oder zwar in einer Unternehmensgruppe beheimatet war, aber jetzt nicht mit einem Hotel im Hintergrund. Was sind da die größten Unterschiede? Ja, die größten Unterschiede sind, ich meine, die Immobilie, das Haus an sich natürlich, also Bahnhofsviertel Frankfurt und, und hier im Sommer die Segelboote auf der Alster. Das ist natürlich, also vom Haus und von der Lokalität natürlich ein Riesenunterschied. Aber ich glaube, die größten Unterschiede waren natürlich reines Restaurant- und Hotelbetrieb. Ja, was ich bin ja nur Gast. Ich merke natürlich den Unterschied, wenn ich ins Haus reingehe und Treppen hoch oder runter oder wie auch immer laufen muss. Und wenn es in einem Hotel ist und in einem Restaurant, was kein Hotel im Hintergrund hat, mache ich die Tür auf und bin direkt drin. Das ist für mich der wesentliche Unterschied als Gast. Genau, ja. Wie ist es für jemanden, der da arbeitet? Ja, man hat ja noch, ich denke mal, man hat ja andere Abteilungen, man muss sich mit viel mehr Leuten wahrscheinlich koordinieren, vermute ich mal. Richtig, ja. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, wo ich hier im Fontenay arbeite, ich da und da ist das besser oder schlechter. Und genauso im Weinsinn will ich auch nicht sagen, war das und das besser oder schlechter. Ich glaube, es war einfach für mich genau nach der Stelle bei Jan Hartwig als Sous-Chef, wo ich fast 4 Jahre war, war es schon, natürlich hätte ich mir immer sowas, was ich jetzt habe, gewünscht, aber ich glaube für mich als Typ, so wie ich bin, war es genau der richtige Schritt in so ein kleines Restaurant oder ich sage jetzt mal, was nicht so bekannt ist oder nicht so in der Öffentlichkeit steht wie ein Hotel wie das Fontenay, um mich da so ein bisschen auszuprobieren. Auch ein tolles Team hatte ich da genauso. Und tolle Leute und es war einfach ein bisschen mehr, bisschen wilder, bisschen, wir haben da alle unseren Schlüssel gehabt, konnten da im Restaurant machen, also nicht machen, im Sinne von, wir konnten da auch mal rein, abends irgendwie und haben da noch mal ein bisschen zusammengesessen und Musik gehört. Es war einfach für die Entwicklung, für mich als ein Abteilungsleiter oder als ein Küchenchef, war das einfach gut. Und das war genau das, was ich meinte, was ich mit Unterschieden meine. Und das ist einfach, und hier ist natürlich, und was ich auch, was auch mein Traum war, immer hinzukommen, hier ist es einfach seriöser und hat ein anderes Format, ja. Und das ist, finde ich, total toll, dass ich jetzt den ersten Schritt in so einem kleineren, familiengeführten Betrieb gemacht habe und dann mich weiterentwickelt habe und die Chance hier bekommen habe. Mhm. Ich frage nochmal, ist das Team jetzt auch größer geworden, das Sie in der Küche haben, oder? Im Vergleich zu Frankfurt? Oder? Ja. Ja, ist ein bisschen größer. Macht das einen Unterschied? Für das auch, was Sie kochen können und was Sie... Was Definitiv, Sie, ja. Also es ist ein Riesenunterschied. Inwiefern? Es ist einfach mehr Hände, mehr Köche, von allem mehr. Aber auch mehr, die man steuern muss und einbinden muss sozusagen. Macht es ja auch, je größer das Team. Ja, gut, aber ich hab hier total tolles Team, habe da gute Leute gefunden und das funktioniert wunderbar. Und
Da, so ein Interview jetzt mit Ihnen, das ist in Frankfurt. Das wäre in Frankfurt, wäre das morgens hätte es sein müssen. Okay, schon. Jetzt hocke ich hier entspannt und weiß, die Sache läuft. Hab entspannt und hab 3 Glas Wasser getrunken. Wie? Ja. Das ist besser als 3 Glas Bier. Richtig. Kleine Fußballreminiszenz. Also das Team ist größer geworden. Es wird dadurch auch kulinarisch, denke ich mal, mal mehr möglich, weil man einfach aufwendiger arbeiten kann. Ist das richtig? Oder wie verändert sich das dann? Man kann aufwendiger arbeiten und man kann genau diese Zeit, um Gerichte zu entwickeln. Also das ist für mich, das ist also meine Philosophie hier, dass ich einfach eine Küche weiterentwickeln muss oder eine Küche mit einem Küchenchef oder einem Koch, wie auch immer man das, oder ein Restaurant. Das auf dem Niveau, da muss was passieren einfach. Das ist ja nicht von Tag 1 das Restaurant, was es dann irgendwann mal in 10 Jahren ist. Und genau für das habe ich hier Zeit. Und das ist einfach das Wichtigste und mir das Wichtigste, dass ich mir die Zeit nehmen kann, dass ich mir mit den Leuten, mit meinem Sous-Chef, dass ich mich zusammensetzen kann, sagen kann, pass auf, lass uns über den neuen Zwischengang nachdenken mit dem Fisch oder der Wachtel oder das und das. Ja, und wir dann auch einfach Zeit haben. Wir sitzen jetzt nicht einen halben Nachmittag hier drin und reden über ein Gericht, aber wir können einfach ohne den Stress, hey, das Restaurant macht in 10 Minuten auf, uns fehlt noch das, das, das und das, können wir hier mal einfach eine Stunde sitzen, die Sachen aufschreiben und es passt. Und das ist einfach das, was es hier ausmacht. Das ist der wesentliche Unterschied. Das merkt man dann vielleicht auch daran, dass dann schon die Gerichte, sagen wir mal, ausgereifter sind, wenn sie das erste Mal auf die Karte kommen und das von vornherein sehr gut funktioniert und vielleicht früher das dann auch so das war, dass man vielleicht auch nochmal im laufenden Betrieb Sachen weiterentwickelt hat. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, genau, ja. War einfach keine Zeit, um Gerichte groß durchzuproben, sondern das funktioniert schon und wenn es halt nicht hundertprozentig funktioniert, dann funktioniert es auf jeden Fall dann nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen. Und das ist halt hier, kann ich halt von Tag 1 bis zum letzten Tag, wo das Gericht auf der Karte ist, kann ich es eigentlich, also klar gab es ja auch schon mal Veränderungen, aber kann ich das so, schicke ich das so oder wir? Sie haben ja schon gesagt, dass Sie kann man ja auch bei uns nachlesen und anderswo auch. Also Sie waren ja, bevor Sie im Weinsinn waren, im Atelier bei Jan Hartwig und sind ja mit ihm zusammen aus dem Abwein Wolfsburg sozusagen nach München gegangen. Das heißt, Sie haben diese Entwicklung, die das dargenommen hat, ja, die war ja auch phänomenal, was die Wahrnehmung anging und was die Bewertungen anging, ja, direkt miterlebt. Aus erster Hand. Aus erster Hand, genau. Wir haben beide am 19. Mai 2014 im Atelier angefangen. Wir haben einen Umzug zusammen gemacht. Was war das für eine Zeit? Was ziehen Sie daraus aus diesem Erlebnis? Oder aus dieser? Ja, es ist schon, also es prägt mich bis heute, definitiv. Es war eine anstrengende, krasse, schöne, schmerzhaft, alles halt. Einfach eine emotionsreiche Zeit, in der viel passiert ist und was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und das war einer der wichtigsten Stellen in meinem Leben. Das ist ja die Chancen, etwas neu aufzubauen mit jemandem, ist ja nicht so häufig, weil, sagen wir mal, solche Veränderungen, dass man das sagt, man baut ein Restaurant. Damals, das war ja da auch ein Neuaufbau praktisch, weil es ja vorher auf einem ganz anderen Level angesiedelt war, das Atelier. Hier ja durchaus auch vergleichbar, als Sie hier hingekommen sind, weil da gab es ja ein bisschen hin und her, sagen wir mal, was das anging nach der Eröffnung. Auch hier war ja jetzt das Image noch nicht so, dass man sagen kann, das Lakeside steht aber für 1, 2, 3, 4, 5. Also Sie konnten ja schon selber auch ihren eigenen Fußabdruck sozusagen entwickeln und hinterlassen. Also es ist ja durchaus eine vergleichbare Situation. Was konnten Sie da raus einbringen aus der ersten Erfahrung in München? Ja, schon ziemlich viel. Gerade was dieses Vorantreiben der Entwicklung des Restaurants einfach angeht, da ziehe ich schon sehr viel raus. Also nicht jetzt von den Gerichten, nee. Sondern von dem Führungsstil, von dem Spirit, der hier herrscht, sehr viel. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben? Ich habe einfach aus dieser Zeit... Da geht es jetzt nicht um das Handwerkliche, um das Kochen, um das, wie mich Jan Hartwig an die ganze Sache herangeführt hat. Das nehme ich hier natürlich mit. Und es ist auch, es geht hier darum, einfach auch mal sich in so einem Unternehmen durchsetzen zu können, wie führe ich Gespräche, wie führe ich ein Vorstellungsgespräch, wie behandle ich meine Leute.
gut natürlich. Ja, also, nein, also ja, ja. Um das geht's. Und das sind die wesentlichen Sachen, die mich einfach aus dem, die ich aus dem Atelier mitgenommen habe. Ohne das Atelier wäre ich hier gnadenlos untergegangen. Was ist Ihre Einschätzung? Wie wichtig ist das am Ende für den Erfolg letztendlich, dass es gut funktioniert, dass auch letztendlich auch gute Gerichte auf den Teller kommen? Welche Rolle spielt das? Ja, das ist essentiell, aber komplett. Gut, dann sind wir gespannt, wo uns das noch hinführt. Ich glaube, es wird noch einiges kommen an interessanten Gerichten und an interessanten Sachen. Ja, also ich würde mich freuen. Ja. Ich bin voller Tatendrang und hoffe, dass ich hier noch das Lakeside noch mit meinem Team noch voranbringen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und würde empfehlen, unseren Podcast zu abonnieren. In 2 Wochen kommt nämlich die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, ich auch. Vielen herzlichen Dank. Danke.